Bürgerinnenrat hier in Altmünster ist der erste dieser Art in Oberösterreich. Er ist eingebettet in einen größeren Leitbildprozess, in dem es darum geht, dass die Mitarbeiterinnen der Kernverwaltung hier der Marktgemeinde Altmünster ein Leitbild erarbeiten, in dem es darum geht, über die Zukunft der Marktgemeinde nachzudenken, über die Kernaufgaben und auf der anderen Seite über die Werte, auf der einen Seite im Umgang miteinander, aber auch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Aus diesem Grund ist es wichtig gewesen, die Sichtweisen der Bürgerinnen kennenzulernen und diese aktiv danach im Entwicklungsprozess mit zu berücksichtigen. Auf Basis der Kriterien Alter, Geschlecht und Ortsteil wurden per Zufallsauswahl Bürgerinnen und Bürger ausgewählt. 16 von diesen ausgewählten Bürgerinnen haben sich bereit erklärt, hier am Bürgerinnenrat teilzunehmen. Und das zentrale Thema, über das sie diskutiert haben, war, wie die Zusammenarbeit zwischen Bürgerinnen und Gemeindeverwaltung in der Zukunft gestaltet werden kann, damit auch nachhaltig die Lebens- und Standortqualität von Altmünster gewährleistet wird. Es war wichtig, einfach hier für den gesamten Leitbildprozess die Meinungen, Anliegen, aber auch Lösungsideen, wie diese Zusammenarbeit gestaltet werden kann, gemeinsam mit den Bürgerinnen zu erarbeiten. Und wir haben damit einen wichtigen Beitrag für die weitere Leitbilderdiskussion erarbeitet. Ja, das Besondere am Bürgerinnenrat ist, dass wir durch das Zufallsprinzip, also durch die Zufallsauswahl, eine möglichst große Vielfalt von verschiedenen Menschen erreichen können. Das heißt, im Bürgerinnenrat sind ganz unterschiedliche Menschen versammelt, die dann jeweils ihre Perspektiven einbringen können. Und weil es in dieser Methode Dynamic Facilitation kein richtig und kein falsch gibt, ist es einfach möglich, dass es einen Diskussionsfluss gibt, wo niemand unterbrochen werden muss in seinem Gedankengang, sondern wo es möglich ist, alle Vorschläge, alle Ideen und auch alle Bedenken, die vorhanden sind, aufzunehmen. Also ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass es durch diese besondere Moderationsmethode möglich ist, dass alle Perspektiven ihren Platz haben und gleichzeitig erfolgt eine Bildung einer Gemeinschaft in dieser Gruppe, nachdem jeder und jede einfach aussprechen kann, nachdem den Menschen zugehört wird, ist einfach zu beobachten, dass am Ende aus diesen einzelnen Gruppenmitgliedern ein Wir entsteht. Und es gibt ein sehr schönes Zitat von einer Teilnehmerin eines Bürgerinnenrats, die gesagt hat, wir sind als Ich gekommen und als Wir gegangen. Zum Ersten hat man selbst einmal die Chance, seine Meinung kundzutun. Und ja, es ist eigentlich eine Ehre, und die jeder mündige Staatsbürger eigentlich wahrnehmen sollte, solche Veranstaltungen mitzumachen. Als Erstes war ich einmal überrascht, die Einladung eben da bekommen zu haben, an dem Bürgerrat teilzunehmen. Und ich habe es aber dann super gefunden, dass man Jugendlichen die Chance gibt, da ihre eigene Meinung zu sagen. Und das hat mich dazu bewogen, eben hier teilzunehmen. Also erstens einmal habe ich mich eigentlich schon über die Einladung gefreut und war auch erstaunt, dass sie eigentlich auch die Jugend befragen wollen. Und dann habe ich noch das natürlich als Chance gesehen, da mitzumachen, weil wenn die Gemeinde schon zu einem kommt, das soll man schon nutzen. Und ich habe auch super gefunden, dass sie auch die junge Bevölkerung dazu befragen will. Beweggründe war, dass man die Anliegen, was man so im Laufe der Zeit in der Bevölkerung hört, dass man die mal irgendwo fordern kann. Und in der Hoffnung, dass das bearbeitet wird oder zumindest anerkannt wird. Die Beweggründe waren, weil mich einfach Politik von Haus aus interessiert. Und es war einfach eine super Möglichkeit, wo ich mal meine Bedenken und meine das, was mich immer schon beschäftigt hat, endlich einmal an den Mann bringen kann. Und ich auch hoffe, dass das dann so, das, was wir da jetzt erarbeiten, dann so aufgefasst wird und dass das dann auch wirklich bearbeitet wird und dass man sich darum annimmt. Und wenn man das mit mehreren Leuten macht und mit einer größeren Plattform das betreibt, hat man mehr Chancen, als wenn man allein. Und darum habe ich eigentlich auf sowas schon gewartet, dass das in der Gemeinde mal angeboten wird, und jetzt habe ich es gekriegt, jetzt tue ich es auch. Es wird immer so viel geredet jetzt über mehr direkte Demokratie, und habe mich sehr gefreut, dass das also in Altmünster wirklich Initiative dazu ergriffen wird.
ich habe eher gezweifelt, weil ich mir dachte, ich bin nicht so viel da. Aber man hat mir dann gesagt, ja, es ist, also alle Meinungen sind relevant, und dann wollte man das auch sehr gerne anschauen, wie das dann praktisch funktioniert. Dass man am Anfang mit 15 fremde Leute zusammen ist und nach spätestens 10 Minuten, eine Viertelstunde eigentlich das Gefühl hat, dass jeder dasselbe will. Seine Meinung zu äußern, das Ganze sachlich zu diskutieren, das hat mir sehr imponiert. Und dass das vielleicht ein fixer Bestandteil werden würde. Ich habe es also sehr gut gefunden, dass eben verschiedene Themen angesprochen waren, und ich habe das als sehr produktiv und konstruktiv empfunden. Also dass man gleich, also man hat sich gesehen, weil die Plakate, es sind fast nur Lösungsvorschläge da eigentlich, dass man wirklich Probleme erkennt, aber gleich auch Lösungen vorschlägt. Die persönliche Meinung, was man gehabt hat, oder die Themen, was wir ausgearbeitet haben, dass die mit viel Leid übereingestimmt hat und dann noch verbessert worden sind, oder man ist auf was draufgekommen, dass das Thema vertieft worden ist. Das war eigentlich was Positives. Das Positive an dieser Gruppe war dann, dass sich im Laufe der Diskussion eine Dynamik entwickelt hat, die einige große Themen dann auf einmal als Gemeinschaftswunsch sich herauskristallisierte, und dass wir glauben, Ansätze gefunden zu haben, wie wir als Hilfestellung für die Gemeinde auch tätig sein können. Sehr positive Eindrücke, vor allem das Bürger aktiv mitarbeiten wollen eigentlich in der Gemeinde, beziehungsweise was mich sehr überrascht hat, dass die Jugend sehr aktiv dabei war und gute Meinungen gehabt haben, und ja, das hat mich eigentlich sehr überrascht und war für mich ganz interessant zu sehen. Um einiges mehr Wissen über die Gemeinde selber, also ich habe ja nun nicht so viel Zeit gehabt, die Gemeinde kennenzulernen, wie andere da herinnen. Dass wir viel Arbeit haben in der Gemeinde, die Gemeinde zu verbessern und wohnenswerter zu gestalten. Also es ist ja eine wohnenswerte Gemeinde, aber für junge Leute wohnenswerter zu gestalten und leistbarer zu gestalten, da haben wir sehr viel Arbeit. Aber es ist auch so, dass man nicht alles negativ sehen darf. Es gibt da sehr viele positive Seiten. Und wenn wir miteinander zusammenhelfen und wenn dieser Bürgerrat auch ernst genommen wird und dieser behandelt wird, dann bin ich da sehr zuversichtlich, dass wir da auf einen Konsens kommen. Dass ich eigentlich glaube, wenn die Gemeinde das ins Leben gerufen hat, dass einer da wirklich was drauflegt. Und mir liegt ja da was drauf, dass ich zur Gemeinde gehe und sage, kann man da wirklich was verändern? Vielleicht muss man sich stärker noch engagieren selber, dass man einen anderen Bekanntenkreis noch einmal zu dem Thema mit aufbaut und informiert, pass auf, wir hätten diese Zielsetzung, diese Gruppe, wir wollen mit diesem Thema Fremdenverkehr, mit diesem Thema Ortsverschönerung, mit diesem Thema Jugendförderung an die Gemeinde herangehen. Wir wollen mit dem Thema, und das heißt gleich, dass wir auch die Punkte vorlegen. Mein Interesse ist geweckt worden, jetzt auch sich vielleicht mehr für die Gemeinde zu engagieren, weil es ist, man soll ja nicht nur, sondern man soll ja auch auf die Gemeinde zugehen und das Miteinander mit der Gemeinde, und das finde ich also gut, und das würde ich mich auch interessieren. Ich nehme mit nach Hause, dass man die aufgezeigten Probleme, soweit sie sind, dass die überdacht werden, und vielleicht kann man was bewirken. Für mich selber nehme ich mit, vielleicht doch irgendwo ein bisschen mehr positive Mitarbeit anzubieten oder einzubringen und Möglichkeiten zu suchen, ob man da nicht was machen könnte. Ja, dieser Bürgerinnenrat in Altmünster war der erste Bürgerinnenrat in Oberösterreich. Damit ist Altmünster eine Pioniergemeinde, wo dieses besondere partizipative Format das erste Mal jetzt angewendet wurde. Wir haben im Bundesland Vorarlberg so im Moment an die 50 Anwendungen auf Gemeindeebene. Es gibt Bürgerinnenräte auf Landesebene,
wo der Landeshauptmann zum Bürgerinnenrat einlädt. Und es hat im September der erste bundesweite Bürgerinnenrat stattgefunden, auf Einladung von Herrn Bundesminister Berlakovic zum Thema die Zukunft der Landwirtschaft. Das heißt, wir haben jetzt auf allen politischen Ebenen bereits Anwendungen und Altmünster war jetzt die erste Gemeinde in Oberösterreich. Ich bin als Moderatorin sehr beeindruckt von den Diskussionen im Bürgerinnenrat und vor allem von der Kraft und von dem Engagement der Bürgerinnen und Bürger, sich in die Entwicklung der Gemeinde einbringen zu wollen und vor allem, dass sie sich wünschen, dass diese Möglichkeit, zum Beispiel in einem Bürgerinnenrat zusammenzukommen und Ideen einzubringen und auch zu schauen, was ist meine Verantwortung, was ist mein Beitrag, dass die Menschen, die jetzt da waren, diese 1,5 Tage, dass sie sich wünschen, dass das öfter stattfindet. Jetzt sind wir wieder bei der Stö, weil ich die Mitarbeiter zusammenfangen gehen und sagen, hey, kommt einer, setzen wir uns den einen oder anderen Nachmittag quasi noch in Folge passiert, nämlich aufgrund eurer Beiträge, die kommen zusammen und das spielen wir ein Leitbild, sondern mir ist so wichtig, dass ich sage, von außen herein ist ja für uns der Bürger, die Bürgerinnen und Bürger derjenige, der weiß, was er will von uns und wie er es sich vorstellt. Und das müssen wir zuerst einmal wissen, wie das Bild ist, das Fremdbild, sagt man dazu, von dem Ganzen, damit wir ein Eigenbild erschaffen können und nicht die Mitarbeiter entsprechend hier in einem Workshop, auch in einem Seminar so weit bringen, dass sie das erleben dann, was sie wollen. Und das ist eigentlich der Start gewesen von diesem Bürgerbeirat, oder vor allem in Furchdorf, bin da etwas anders, die Gemeinden in einigen Jahren werden vollkommen anders aussehen, wie es jetzt aussehen. Es wird sich verändern, das ist im Zug der Zeit, es sind ständig immer neue Aufgaben delegiert, auch von oben herab, neue Herausforderungen, und wird nicht nur die Verwaltung selbst sein, sondern darüber hinaus. Und dass wir uns wappnen für die Zukunft mit euch und mit euren Meinungen, zu dem gilt es eben, diesen Workshop abzuhalten. Ihr seid der Bürgerbeirat, aber manche Gemeinde so ein spannender Prozess. Das wird uns